Willkommen zurück zu Final Fantasy X Part 2 und ich bin verdammt froh, letztes Mal gesagt zu haben, ich guck mal nach, wie das mit ihrer Dressphere ist. Denn Pain's Dressphere ist wohl die einzige Special Dressphere, die man verpassen kann und ich war ja auf dem besten Weg, es zu tun. Und die ist so spezifisch, die hätte ich auch verpasst, das hätte ich selber auch nicht rausgefunden. Ich hoffe, wir können jetzt noch woanders hin und das geht noch. Ich muss nämlich nochmal in den Wald. Und einer von den Musikanten, die hier rumstanden, nämlich, glaube ich, der komische Trommeltype, der gibt einem das, wenn man irgendwie entweder im ersten Kapitel oder im zweiten Kapitel, ohne Spaß, viermal mit ihm redet. Wie soll ich denn darauf kommen? Wer redet denn viermal mit demselben NPC? Ja, gibt bestimmt irgendjemanden. Ich nicht. Ja? Ich nicht. Na gut, ich hoffe jetzt mal, dass es jetzt noch geht. Es wäre echt schade, weil ich muss schon sagen, die hätte ich schon sehr gerne. Die anderen beiden waren schon sehr cool. Und da will ich Pain jetzt auch nicht außen vor lassen. Denn die wahrscheinlich auch einen coolen Special-Klamottenkram haben, ne? Ich hoffe, es geht noch. Weil da stand wirklich Kapitel 1 und 2 und danach ist es Mister. Wir sind gerade in Kapitel 2. So, ich hoffe, dass die Musikanten noch hier sind. Ich sehe sie nicht. Oh, oh. Habe ich das ernsthaft verpasst? Oder bist... Wer bist du? Okay, warte mal. Du, dich kennen wir noch, oder? Oh, hi, Summoner Yuna. Forgive me for the grief I have caused you. How have you been? Well, with Lord Seymour gone, we Guado are hardly different from the dead. Huh. Okay, vielleicht war es auch er, mit dem ich reden muss. Ich habe irgendwas mit. In der Name war irgendwas mit T. Ich dachte, das wäre der Trommeltype gewesen. Vielleicht war es auch Twarmel. Wir werden mal viel mit ihm reden. Mal gucken, ob er jetzt bei rumkommt. Interessant, dass Riku sich jetzt auch hier in die Seite gestellt hat. Dann erzähl uns noch ein bisschen was. Many Ronso lost their lives at the hands of Lord Seymour. Those who survived swore vengeance for their fallen comrades. Vengeance. We Guado sealed ourselves away in Guado Salam and strengthened our defenses. But soon we no longer had the strength for even this. Now we live among the shadows of these woods. Trommel. Ich denke mal erst das Richtige. Irgendwas mit T war der Name. Ich wollte nicht zu viel lesen, ne? Ich will ja immer möglichst spoilerfrei bleiben. Da wird er das gewesen sein, weil ich kann offensichtlich niemals mit ihm sprechen. Aber hierher mal herzukommen, diesen Typen zu finden, ja. Hätte ich echt, also, warum ist denn bitte schön Pain's Dress, Special Dress für nicht für die anderen beiden in der jeweiligen Kostümquest gewesen? Verkleidungsquest. Wir haben drei Verkleidungsquests gehabt und zwei davon haben wir Spezialkostüm bekommen. Ich wusste, dass irgendwas faul. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Mein Gott. Hi, Summoner. Do not trouble yourself to show sympathy for the Guado. We once walked willingly with Lord Seymour, never questioning, even as he led all Spira into madness. Lady Yuna, I cannot ask that you forgive us, only that you forget us. Trauma. Ah, well, what brings the High Summoner to these woods? Well, I'm a Spira hunter now. A sphere hunter? We hunt spheres. You don't say. Yeah. Well then, please allow me to give you this. It is of no use to us. Score! Thank you! Pain's Spezialkostüm-Steroiden Sankyo erhalten. Puh. Okay, da war so eher der Richtige. Gut, dass wir nochmal hergekommen sind. Okay. Dann würde ich... Pain hat nur drei Kostüme. Ich würde noch gerne einen Kampf provozieren mit ihr. Und dann gucken wir uns erstmal ihr Superkostüm nur an. Das dürfte bei ihr kein großes Problem sein. Außer dieser blöde Wassertyp kommt. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht als Gegner. Das wäre sehr angenehm. Spiel. Sind hier Feinde? In dem Bereich hier? Ich hoffe mal. Sonst laufe ich hier kurz runter. Gib mir mal ruhig irgendwas, was nicht aus Wasser besteht.
Ist immer so mit der Encounter Rate, ne? Wenn man mal angegriffen werden möchte, dann kommt nichts. Danke. Let's do it. Das ist okay. Nice. Okay, umziehen. Oh Gott, dieser Tod ist nicht so gut. Nein, nicht jetzt. Die war es noch squishiger. Kostüm Change Nummer 1 und Kostüm Change Nummer 2. I'm still not used to this. So, jetzt können wir schon hoffentlich anfangen. Dann ist Juna auch safe, denke ich. Sankyo. Ich bin gespannt, Pain. Okay, das sieht pervers aus. Flamme, Frost, okay, das ist eine Möglichkeit für sie, Elementschaden zu machen. Flügelzauber, L-Attacke, Schutz, Verlierer. Toxikum, Ruhe, Nickerchen. Kondition, halt die MP, HP, okay. Ich frage mich, wie gut das wirklich ist nachher, diese Formen. Ich meine, du hast halt auch nur... Gut, du hast immer noch 3 Attacken, richtig. Aber du hast nicht ganz dieselbe Flexibilität. Aber vielleicht nicht so stark, dass es egal ist. Ich meine, man kann fast immer alles machen, egal was man, welchen von denen man nutzt. Ne? Alle haben irgendwie so ein bisschen Schadenseffekte, alle haben ein bisschen Elemente, alle haben ein bisschen physischen Schaden, die Möglichkeit, sich irgendwo selbst zu heilen. Hier ist wirklich viele AOE, muss ich auch das Gefühl, ne? Also bei den anderen habe ich, glaube ich, mehr AOE gesehen. Mag wohl aber sein, dass sie vielleicht auch mehr Schaden bei Single-Targets macht, was für viele Bosse sehr relevant sein kann. Vor allem ihre Möglichkeiten, Attackenkraft, also ihre eigene Attack zu pushen, die Gegner schnell abwehr zu schwächen und so weiter, ist auch nicht verkehrt. Okay, da haben wir zumindest alle 3 Spezialkostüme. Und die sind echt cool. Und da hätte ich keinen von missen wollen. Und direkt Versager erlernt. Das ist ja klasse. Natürlich ein Ausruf mit Ausrufezeichen. Das heißt, es geht auch Gegner wahrscheinlich irgendwie. Cool. Gut, dann können wir uns jetzt weiter an die Story setzen. Da bin ich auch sehr zufrieden jetzt wieder. Aber es wäre schon echt schade gewesen, hätten wir das nicht mitgenommen. Da waren meine Sinne wohl korrekt, weil ich habe es echt seltsam gefunden, dass das eine Kostüm nicht in der anderen Quest war. Weil es eigentlich naheliegend gewesen wäre. Und das hier war alles andere als naheliegend. Ich möchte jetzt nicht sagen random NPC, der hat schon eine Bewandtnis im letzten Teil, aber ein NPC an einem vergleichsweise random Ort aufzusuchen und dann viermal mit ihm zu sprechen. An dem Ort, wo ich vorher schon hier in diesem Kapitel eine Quest gemacht habe, also von mir aus gar nicht mehr hingegangen wäre. Das hätte schief gehen können. Aber naja, nun ist ja alles wieder gut.
ich bin zufrieden. So, mal eben kurz checken. Rico hat jetzt momentan die Schutzformation drin, genau. Geh mal bitte auf... Warum hast du Schutzformation drin? Weil ich wieder gepennt habe, ne? Statt Zeit der Abwehr auszurüsten. Ja, das Bessere. Okay, habe ich es noch gemerkt. Das ist ja schon was wert. Jetzt, wo sie Superkostüme haben und sowieso alle Elemente fast nutzen können, weiß ich nicht, ob ich Festbesucher noch brauche. Aber wieder ein Krieger, da bin ich ja zufrieden mit dir mit. So, Yuna, du hast Fest wie Felsen, weil das extra Abwehr bringt. Das ist gerade bei deinen, von drei deinen Jobs extrem wichtig. Das ist schon nicht verkehrt, dass du ein bisschen mehr Defense kriegst. Mal Weißmagier gerade, okay. Pain, pain. Sie hat immer noch das, damit sie auch heilen kann. Das finde ich auch immer noch ziemlich gut, muss ich sagen. Und sie kann natürlich sehr schnell auf ihr Kostüm kommen, wenn es einmal notwendig sein sollte. Auf ihr Spezialkostüm. Ich nutze bei ihr die ganze Zeit momentan viel den magischen Schützen. Einfach weil ich Analyse nützlich finde. Ich immer hoffe, dass ich vielleicht mal Blaumagie was lerne, weil ich es ausgerüstet habe. Und das war es, glaube ich, auch an Gründen. Aber wenn ich dann halt rüberwechsle auf das hier, was ich jetzt eigentlich bei Pell mehr nutzen will, kriege ich zumindest gleich den besseren Heilzauber, ne? Ja, machen wir weiter so. Zauberschütze. Warte mal, ich habe noch neue Sachen bekommen. Ich wollte mal kurz gucken, ob irgendwas davon besser ist für dich. Oh, das ist cool. Monsterreif ist ein Akku-Equipment. Ein Akku-Equipment, was übrigens auch Angriffskraft erhöht. Und zwar mehr als mein Armband. Das heißt, ich könnte ihr das geben. Dann hat sie noch mehr Angriffskraft, wird öfter angegriffen, aber sie hält es halt meistens auch eher mal aus, ne? Also sie hat keine Klasse, die wirklich squishy ist. Ich würde das mal riskieren wollen. Ich gucke, dass wir noch so alles haben und da irgendwas Krasses bei ist. Aber zwischendurch muss man auch mal die Accessoires durchgucken, weil man sinnvolles Neues hat. Macht schon Sinn. Ich glaube, das war's. Dann bin ich zufrieden erstmal. Biku ist eigentlich defensiver, weil sie als Krieger natürlich super viel AP hat und so weiter. Aber Biku habe ich auch Klassen, die nicht so tanky sind. Ich werde meine Monster-Arme auftesten und gucken, wie sehr das ein Problem ist. Oder ob man das wirklich nutzen sollte, ob ich den Charakter dann absolut zum Tank machen sollte. Oder ob ich diesen Accessoire einfach gar nicht nutze. Dieses. Jetzt gehen wir aber los mit der Main Story weiter. Holen uns unseren Steroiden zurück, den wir uns abluchsen haben lassen. Guado Salam. Let's go. Auf in die Villa Leblanc. Mit dem abgeknöpften Uniform geht es ab durch die Mitte. Ab zum Reinschleichen. Holt euch den gestohlenen Sphero zurück. Das ist der Plan. I hope this works. Uns vor in der Nase umziehen, bestimmt. After we're caught. Okidoki, let's change. Mission gestartet. Wie du mir, so ich dir. Schleiche dich in die Villa Leblanc hinein und hol den Steroiden zurück. Ja, es wird bestimmt schief gehen, oder? Not done yet. Where's the sphere? Thank you, LeBlanc. Okay. Anything for you, love. Now I finally know the location of Vegnagun. Spira is in for a rough ride. Take care. Mm-hmm. Yes, love.
These days without you are not easy on me, love. Okay, das waren ja viele Sachen. Ich habe mich letztes Mal schon gefragt, als wir von ihm den zweiten Schlüsselsphäroiden bekommen haben für die Tür unten, ob wir den überhaupt von ihm bekommen hätten, hätten wir uns nicht für ihn entschieden. Und ob wir den hätten irgendwann abknüpfen müssen oder so und dann dafür einen anderen Key bekommen hätten von der anderen Partei. Aber das ist natürlich jetzt wieder, was wir befürchtet haben, dass er in Wirklichkeit natürlich das Ding für sich aktivieren will. Aber ich glaube, das wäre ziemlich egal, wem wir das in die Hände gespielt hätten. Beide haben wahrscheinlich da ihre Motive, das Ding zu aktivieren. Da gehe ich stark von aus. Aber interessant, dass die beiden wohl eine Beziehung zueinander haben, die doch recht innig zu sein scheint. The boss is a different person when that Newt guy shows up, huh? Suppressing her natural charm and acting like some housewife. She must be tense. You, go to the boss's chambre and tend to your duties. What duties? You know, use your talents to help her unwind. Okay. Was auch immer das heißen soll. Die Obstdinger hier sind auf eine sehr komische Weise aufgebahrt irgendwie. Ich weiß auch nicht, das sieht ein bisschen unnatürlich aus. Vielleicht ist es ja aus Plastikobst, dann wäre es kein Wunder, ne? Okay, ihre Entspannung. Ach ja, das Übliche. Haltet euch ran. Okay, halten wir uns ran. Wow. I'm waiting. Worauf? Massage für Leblanc. Achte auf Leblancs Reaktionen und gib ihr eine angenehme Massage. Leblanc soll zufrieden sein. Okay. Stelle wählen, massieren. Sammle über 92 Punkte innerhalb von 15 Massagen. Ich bemerke keine Reaktion. Achso, ich soll erst drücken und dann. That's not it. Okay. That's nice. Hätte ich da weitermachen sollen? Okay. Das klang auch nicht so angenehm, ehrlich gesagt. Wo ist denn bitte der Rote? Da ist der Softspot gewesen. Aber jetzt ist schon der Softspot vorbei. Okay. Wenn ich den finde, ist also Schluss, ja? Aber wie soll ich auf ihre Reaktion achten? Sie macht ja keine Reaktion. Ich meine, ich drücke und dann passiert halt was. Das würde ich jetzt nicht jetzt. Außer da steckt eben ein System hinter. You've got the wrong spot. Aber stop that. Mir kommt das gerade auf wie ein bisschen vor, als würde ich ein Minenfeld tapsen. Not quite. Ich habe keine Ahnung. Okay, gut gehabt. Okay, wir sind nah dran, aber wir haben noch eine Massagepumpe. Wir müssen jetzt eigentlich einen Fünfer machen, um es zu schaffen. Das ist absolut random, ey. Ja. Watch where you grab, you klutz. Do it again. Ist hier ein System hinter? Achte auf Leblancs Reaktionen. Es gibt keine Reaktionen. Sie hat keine Reaktionen. Egal wo ich hingehe, sie reagiert ja nicht. Also es gibt so viele Minispiele in diesem Spiel, die für mich absolut keinen Sinn machen. There. That's not it. Ich meine. Sie gibt ja keine Reaktion. Also sie reagiert ja nur, wenn ich drücke, dann ist es ja schon zu spät. Where are you groping? Oh.
Wow, das wird jetzt einfach nur dauern. Bis ich genug Glück habe, weil ich sehe hier kein System hinter. Absolut nicht. Oh. Ja, es ist einfach nur dummes Raten. Oder nicht? Also wenn es... Kann mir gerne jemand erzählen, ob es ein System gibt. Aber die Beschreibung ist auf jeden Fall nicht zielführend. Oh, you're good. Okay, wir kommen nämlich besser vor als letztes Mal. Ja, so viel dazu. Ah ja. Oh, you're good. Okay, ich würde sagen, wir haben es safe geschafft. Ja, gut. Ah. Not quite. Ich meine, selbst Minesweeper hat ein Prinzip, ja? Aber hier sehe ich gerade keins, ganz ehrlich. Oh. Mm, that is good. When did you get so good at this? I don't know. Oh yeah, that's the spot. Oh. Yes, don't stop. Nuji Wuji is such a manly man, don't you think? He can be blunt, but that makes the occasional smile all the more irresistible. That godly smile. That's the whole reason I became a sphere hunter. Oh, if only there was some miracle sphere. Something that could make him truly happy. What I wouldn't give. Schnarchibald? She fell asleep. Sie schnarcht nur einmal. Oh, I'm that good? Junas magische Hände. The boss fell asleep again. One massage and she's out like a light. We's been waiting for her too, cause she had something important to tell us. We'll just have to keep waiting. In the meantime, you, go make sure the switch panel is working. Switch? The back of the living room! The same one as always. Okay. Nun ja, das hat ja funktioniert dann beim zweiten Mal, aber ich habe da kein System gesehen. Wenn es da eins gibt, dann wurde es mir aber auch nicht erklärt. Also was soll ich dazu noch sagen? Es hätte halt Sinn gemacht, wenn man den Cursor bewegt hätte und sie halt irgendwie Reaktion gezeigt hätte, dass man hätte erahnen können, aha, das ist die richtige Stelle, dann drücke ich. Aber sie hat ja erst reagiert, wenn man drückt und dann war es ja eh zu spät. Aber vielleicht habe ich sie auch falsch verstanden. Ich glaube aber nicht. What does it do? Huh? That's it? What a letdown! Take it up with the boss. Boss? I've had this thing on too long. Let's change. War das jetzt wirklich zu tief in der Rolle oder hat sie mal Philipp Long gearbeitet? Keine Ahnung. Bevor er anscheinend kam, okay. Die sind immer noch kein Thema. Ja, was ist das für... Hashtag Encounter Raid, ey. Ich bin nicht mal einen Schritt gelaufen. Mein Gott. Ich habe übrigens tatsächlich überhaupt nichts gegen diese Random Encounters. Ne? Also ich bin, keine Ahnung, mit sowas aufgewachsen und ich fand sowas auch nie wirklich schlimm.
Ich finde es sogar manchmal angenehmer, als wenn mir irgendwelche Leute hinterherrennen. Das finde ich manchmal unangenehmer. Aber ne, es muss wirklich nicht sein, dass ich einen Schritt gehe und dann sofort wieder angegriffen werde. Das ist halt... This is brother. How's it going? Be quiet. This is a covert operation. Over and out. Ah, Rico! How dare you speak to your leader like that? Shut up already! Hmm? Who's there? The Gullwings! Uh-oh. Uh-oh. All yours, Yuna. Where are you going? Ist das eine neue Art von Gegner? Obergehilfe. Beide neu, ne? Das sind neue Ränge bei denen anscheinend. Die ihn beklauen auf jeden Fall. Geh mal über den Dieferweg bei ihr. Cute Custom. Aber das wird sie gleich weiter. Ich will dieses Mal auf jeden Fall bestehlen. Jetzt haben wir einen nicht bekommen. Explosion wieder, sehr schön. Nehmen wir mit. Ich habe auch Panzerbrecher bei ihm gut, das war ja ein Panzermonster. Knutscht, Alter! Hallo? Okay, knutschen ist anscheinend tödlich, wenn er das macht. What the fuck, ey? Das war jetzt wirklich ein bisschen sehr heftig, aber gut. Das ist dann ihre squishigste Klasse. Das ist ein bisschen gefährlich. Aber schon okay, denke ich. Goldini! Der Goldini-Squad. Nein, nicht schon wieder. Warum immer auf sie? Er hat anscheinend ein Fable für Yuna, ich weiß es auch nicht. Gut, dass die auch Engel kann, ne? Deswegen habe ich das drin, ne? You can do better than this. Alter, der macht so viel Schaden. Er ist viel stärker als früher. Er ist mit ziemlich viel Schalter aktiviert. Für Riku. Das muss doch was wert sein, ne? Okay, Flame ist down. Kraftbrecher wäre klug gewesen vielleicht mal. Ich hoffe, ich kriege jetzt noch einen Engel raus. Der hat nicht vorher gekillt, Gott sei Dank. Schnell Gesundheit. Das war's, okay. Nice work! Ein Nachtkragen, ein Potion und fast ein Leveler für Rico. Aber nur fast. Also der Knutschangriff war echt böse. Anscheinend, ich weiß nicht, ob es ein Insta-Kill ist, kann ich nicht wirklich sagen. Eigentlich nicht, es macht einfach nur extrem viel Schaden. Aber ich denke mal, das soll einfach fast schon tödlich sein. Und nicht, dass wir unterlevelt werden oder so. Das glaube ich eher nicht. Hoffe ich zumindest nicht. Denke ich, dass hier noch so viel mehr verschiedene Gegner kommen werden. Da schaue ich nämlich die Kämpfe gleich wieder raus, weil wir gerade ja wieder alle ein, zwei Schritte angegriffen werden, scheinbar. Da haben wir das Laser-Auge gelernt. Das ist, glaube ich, das Single-Target-Move. Das freut mich für den nächsten Bossfight. Eine gute Damage-Option. Alter! Also hier unten herrscht ja offensichtlich eine absolut freche Encounter.
Encounter Raid, wollte ich sagen, aber nicht mal das konnte ich tun. Was ist hier los? Die machen wir zusammen jetzt. Das ist ja wohl lächerlich. Das ist doch wirklich lächerlich. Another flawless victory. Ich meine, zumindest kriegen wir sehr viele Ability-Punkte dafür, oder? Oh. Das ist ja ultra frech, oder? What the... I'm on a roll. Okay, also das ist ja wohl ein Spießrutenlauf, das ist ja wohl lächerlich. Da kann ich gar nicht hin... eigentlich müsste ich den ganzen Weg dahin rausnehmen, weil ich gar nicht so oft... die Aufnahme unterbrechen kann, wenn ich angegriffen werde. Das ist ja Wahnsinn. Okay, ich habe es bis zum Speicherpunkt geschafft. Das ist schon mal angenehm. Jetzt gucke ich mal ganz kurz nach Abilities, was die gerade so lernen. Du lernst aktuell den Retard-Hieb, den finde ich auch ziemlich sinnvoll. Du lernst aktuell Weißmagie Level 3. Dann bist du noch schneller mit Weißmagie, oder wie ist das? Hui, 50 pro Stand. Ja, das ist mir immer noch mehr wert als Wiedgar, weil ich glaube, ich brauche Wiedgar immer noch nicht. Dass sie schneller wieder alles bereit ist, ist sinnvoller. Definitiv. So, du machst jetzt auch Anti-Element. Du hast sehr viele Anti-Fähigkeiten. Sollst sie auch ruhig alle mitnehmen. Ich verstehe auch nicht, was Durchblick mit drehbaren Zielobjekten heißt. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht alle Leute dann durchblicken kann. Also sich sozusagen alle angucken kann. Aber ich bin mir nicht sicher, was das heißen soll. Nun ja. Dann wollen wir mal wieder Schritt für Schritt laufen und angegriffen werden. Das Schlimmste ist, ich sehe auch noch zwei Wege jetzt hier. Ich meine, ich komme doch gar nicht voran hier. Das ist doch echt. Das ist zu viel, ganz ehrlich. Das ist ein bisschen zu viel. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht, zumindest für dieses Gebiet hier, ne? Klar, das ist natürlich unterschiedlich, aber einer der schlimmsten Encounter-Rates ist, die ich je im Leben gesehen habe. Ganz ehrlich, ich habe schon viele alte Spiele gespielt mit krassen Encounter-Rates, aber das hier... Das ist lächerlich. Man zwingt uns leichte Gegner. Und dementsprechend, wie gesagt, leicht verdiente Ability Points. Erfahrung ist, glaube ich, gar nicht mehr so viel dabei, aber hey. Auch die kommt ein bisschen rein. Bloß ist es ein bisschen nervig, die Kämpfe rauszunehmen. Sorry, we had to win. Weißt du, wie Level 3? Schön. Vielleicht will das Spiel irgendwie das Enforce, dass wir hier auf jeden Fall ein gewisses Level erreichen und eine gewisse Anzahl an Abilities lernen oder so. Als Schutzmaßnahme für das, was kommen wird. Macht mir irgendwie Angst. Jetzt kannst du ruhig Wiedgar lernen, jetzt hast du alles andere Wichtige für mich gelernt. Jetzt kannst du die letzten Sachen auch alle mitnehmen. Das ist okay. Das ist die Sackgasse, also gehen wir erstmal hier rein. Wenn wir dann dürften. Eine Truhe. Okay. Accessoire Pheromon Nummer 5 erhalten. Ah ja. Und das kann genau was? LeBlancs geschätztes Parfüm für die erwachsene Frau. HP und MP Generator. Soll das heißen, man heilt sich automatisch um HP und MP? Das wäre unfassbar krass. Ich wollte gar nicht zu dir. Nein, nein, nein. Ich gebe das mal zum Spaß, Juna. Wenn das nämlich funktioniert und mir wirklich Regeneration gibt, wäre das unfassbar gut für den Magier. Das ist eine Autofähigkeit, was soll das sonst sein?
Oh, habt ihr gerade gesehen auf der Karte, wie weit der Weg noch ist? Nicht im Ernst. Und Wiedkast gelernt. Wir lernen wieder sehr schnell, das ist gar nicht so verkehrt. Wobei ich glaube, du kriegst Ability Points nicht unbedingt nur durch Kills, oder? Weil beim Weißwag ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich ganz oft Level steige, wenn ich halt bete und so weiter, so heile. Keine Ahnung. Oh. Wisst ihr was, ich gehe jetzt erstmal speichern, wenn ich darf. Nein. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie das vielleicht abschließen, diese Folge, aber bei der Encounter Rate und dem Weg, den ich da oben gesehen habe, werde ich hier auf jeden Fall noch länger sitzen. Selbst wenn ich möglichst viele Kämpfe rausnehme. Weil das ist schon echt Wahnsinn. Deswegen danke euch fürs Zusehen und wir machen beim nächsten Mal weiter. Also ich weiß nicht, was sie hierbei gedacht haben. Es ist ein bisschen übertrieben. Also wirklich. Ich glaube, man kann hier wieder übrigens tatsächlich, genau wie in einem anderen Spiel, irgendwelche Cheats aktivieren, die auch im Spiel sozusagen integriert sind. Wo war das? Irgendwo, ich weiß nicht, ob bei Escape oder so, ne? Ja, ja. Da kannst du für Spezialfeatures und Parameter und sowas wieder bearbeiten, dass du halt nicht angegriffen werden kannst und so ein Kram. Das will ich aber genau wie im letzten Teil nicht nutzen. Ich würde es gerne so spielen, wie es gedacht war. Aber das hier ist schon echt frech. Naja, ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.